Nach dem Mord am Ehepaar Nancy und Derek Haysom setzen sich Jens Söring und Elizabeth Haysom ins Ausland ab. Monatelang sind sie auf der Flucht, bis sie schließlich in London festgenommen werden. Bei den Verhören im Juni 1986 gesteht Söring die Tat. Das Paar wird nacheinander in die USA ausgeliefert und kommt vor Gericht. Elizabeth Haysom erklärt in ihrem Prozess, Jens Söring habe den Mord begangen, nachdem sie ihn dazu angestiftet habe. 1990, 4 Jahre nach seinem ersten Geständnis, streitet er die Tat nun ab und beteuert seine Unschuld. Aus Liebe zu seiner Freundin habe er den Mord auf sich genommen und gelogen. Seitdem gibt Söring Haysom die Schuld dafür, dass er 33 Jahre im Gefängnis sitzt. Das System Söring. Eine Podcast-Serie von CCC Cinema und Television und Argon Lab 2022. Achtung! In diesem Podcast wird explizite körperliche und sexualisierte Gewalt beschrieben. Wir empfehlen den Inhalt deshalb erst ab 18 Jahren. Folge 3 von 8. Eine toxische Beziehung. Die erste Begegnung. Jens Söring und Elizabeth Haysom begegnen sich zum ersten Mal im August 1984. Söring ist zu dem Zeitpunkt gerade einmal 18 Jahre alt, Haysom 2 Jahre älter. Beide studieren an der Universität von Virginia, einer renommierten 1819 gegründeten Universität. Sie liegt in Charlottesville, einer Stadt mit 50.000 EinwohnerInnen, die während des Semesters um 20.000 Studierende anwächst und in den USA für ihre hohe Lebensqualität bekannt ist. Söring und Haysom haben beide ein Hochbegabtenstipendium. Sie leben im selben Wohnheim und lernen sich bei einer Einführungsveranstaltung kennen. In der Öffentlichkeit wird das teils sehr negative Bild von Elizabeth Haysom durch Jens Sörings Erzählungen über sie geprägt. Immer wieder stellt er sie als femme fatale dar, deren Bann sich niemand entziehen könne. So auch in seinem Buch Nicht schuldig, das 2012 in Deutschland erscheint. Wir ließen uns vom Mond und von den Sternen führen und von Liz' weichem britischen Akzent, der uns verzauberte wie das Flötenspiel eines Rattenfängers. Je höher wir auf unserem Weg zum Gipfel kamen, je tiefer wir in den dunklen Wald eindrangen, desto mehr fühlten wir uns auf seltsame Weise privilegiert, mit Elizabeth unterwegs zu sein, weit weg von den anderen, die unten geblieben waren. Sein 18-jähriges Ich beschreibt Söring in Briefen und Büchern hingegen immer wieder als unwissend, naiv, arrogant und sexuell unerfahren. Alkohol habe er kaum getrunken, Drogen abgelehnt. I mean, Elizabeth had a very interesting life. Ich meine, Elizabeth hatte ein sehr interessantes Leben geführt. Das teilte sie mit mir. Ich denke, wir beide haben überall auf der Welt gelebt, aber sie hat Dinge getan, die ich nicht getan habe. Mit 18 ist sie für 6 Monate nach Europa abgehauen und hat alle möglichen Abenteuer erlebt. Wissen Sie, sie hatte einfach viele faszinierende Geschichten zu erzählen. Und andere Leute waren genauso fasziniert von ihr wie ich. Sie war einfach ein sehr beeindruckender Mensch. Der Beginn einer toxischen Beziehung. Söring wird 1966 in Bangkok geboren, wo sein Vater, ein deutscher Diplomat, arbeitet. Als er 7 Jahre alt ist, zieht die Familie mit ihm und seinem jüngeren Bruder zurück nach Deutschland. Sie leben einige Jahre in Bonn, bis sein Vater erneut versetzt wird, dieses Mal in die USA. In Atlanta besucht Söring die Highschool. Wegen seiner deutschen Herkunft wird er von seinen MitschülerInnen angeblich als Nazi beschimpft. Er schreibt für die Schülerzeitung und ist in der Theatergruppe. In seinem Buch Nicht schuldig beschreibt er sich als Außenseiter. Elizabeth Haysom ist kanadische Staatsbürgerin, geboren 1964 in der südafrikanischen Republik Simbabwe, wo ihr Vater Derek Haysom eine Stahlfirma leitet. Die Familie kommt aus der Upper Class. Elizabeth besucht Internate in der Schweiz. Sie schreibt Theaterstücke, spielt Hockey, fährt Ski und beherrscht mehrere Instrumente. Söring und Haysom haben viele Gemeinsamkeiten.
Beide erleben eine durchwachsene, von Ortswechseln geprägte Kindheit. Beide sagen vor Gericht aus, das Verhältnis zu ihren Eltern sei konfliktreich gewesen. In seinen Büchern beschreibt Söhring seine Mutter als Alkoholikerin. In der Ehe mit dem Vater habe es oft Streit gegeben. Auch Haysoms Beziehung zu ihrer Familie scheint belastet. Söhring und Haysom drücken ihre Gefühle zueinander in emotionalen Liebesbriefen aus. Söhring schreibt dazu in einem Brief an Haysom aus den Weihnachtstagen 1984, die er bei seinen Eltern verbringt. Die Feiertage waren wirklich furchtbar für mich. Überstanden habe ich sie nur durch mich selbst. Ein geplagter und gequälter Teil dieser geplagten und gequälten Familie. Und einer, der sich geliebt fühlt. Von dir. Und der dich innig liebt. Und der seine Kraft aus dieser Liebe schöpft. Ich liebe dich wirklich. Ich liebe dich mehr, als ich jemals jemanden zuvor geliebt habe. Und ich liebe dich anders, als ich jemals jemanden zuvor geliebt habe. Dazu später mehr. Ich finde dich in jeder Hinsicht begehrenswerter als jemals jemanden zuvor oder in der Zukunft. Haysom antwortet ihm daraufhin: Ich liebe dich. Ich liebe dich jetzt. Ich liebe dich auf ewig. Du wirst immer der wichtigste Mensch in meinem Leben sein. Du wirst immer eine Hauptfigur in meinem Leben sein. Andere mögen mich eine Zeit lang interessieren, aber mein Interesse an dir ist von allumfassender Dauer. Doch die Beziehung der beiden ist von Anfang an auch von toxischen Dynamiken geprägt. Haysom schreibt in einem der Weihnachtsbriefe an Söhring: Wusstest du, dass ich mit Christine darüber gesprochen habe, dich zu heiraten? Sie meinte, es würde nicht funktionieren. Sie glaubte, dass du auf meine Erfolge eifersüchtig werden könntest, dass zwischen uns eine Rivalität entstehen würde. Ich wusste genau, was sie meinte. Aber ich würde mich jederzeit für dich zurücknehmen. Bitte, mein Liebling Jens, lass nicht zu, dass uns das Streben nach Exzellenz auseinanderreißt, sondern lass uns dadurch näher zusammenrücken. Söhring leidet unter Minderwertigkeitskomplexen Haysom gegenüber, wie etwa in einem weiteren Brief deutlich wird, den er an Weihnachten 1984 an sie schreibt. Das Einzige, was ich kann, ist Leute verarschen, also im Prinzip lügen. Und anscheinend lüge ich inzwischen so selbstverständlich und so gut, dass ich sogar Elizabeth dazu gebracht habe, zu glauben, ich wäre es wert. Aber das bin ich nicht, weil ich nichts vorweisen kann. Ich bin sogar innerlich verkorkst, und zwar richtig verkorkst. Früher hat man Leute wie mich weggesperrt oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Moment. Das ist auch schon wieder Schwachsinn, denn man hat nur die umgebracht oder eingesperrt, die wirklich gefährlich waren. Aber auch Elizabeth Haysom kämpft mit ihrem Selbstwertgefühl. Aus ihren Briefen an Söhring geht hervor, dass sie ein kompliziertes Verhältnis zu Liebe und Sexualität hat. In einem undatierten Brief an ihn, den sie vermutlich in der Zeit zwischen Oktober 1984 und März 1985 verfasst und der später auch vor Gericht zitiert wird, beschreibt sie ihr Beziehungsmuster mit Männern wie folgt. Ich begann zu verstehen, dass ich immer geglaubt habe, Männer dazu bringen zu können, sich in mich zu verlieben, damit ich sie körperlich und seelisch fertig machen konnte. Indem ich sie erniedrigte, konnte ich den ganzen Hass, den ich für sie empfand, an ihnen auslassen. Ich verachtete ihre billige Lust und ihre banalen Leidenschaften. Und am Ende brachte ich sie dazu, sich selbst dafür zu hassen, dass sie mich liebten. In demselben Brief an Söhring thematisiert sie auch ihr Problem, mit Intimität umzugehen. Für mich war Liebe immer etwas Verbotenes. Ich schenkte dem Flüstern eines Gänseblümchens mehr Gehör und scherte mich nicht um irgendjemanden. Sie durften durch mein Leben spazieren, wenn sie mir gefielen, und wenn sie mich langweilten, ließ ich sie fallen. Ja, ich war grausam. Ich habe es genossen, ein Stein zu sein. Niemand hat mein Leben besonders beeinflusst. Ich habe meine Liebe zu dir lange Zeit gehasst. Ich habe mich dafür gehasst, meine Verletzlichkeit zu entdecken. 10 Jahre lang habe ich mich selbst verachtet, und du hast das geändert. Du mochtest mich. Ohne Lust. Vor allem in seinem Buch »Nicht schuldig« beschreibt Söhring immer wieder den ausschweifenden Sex, den er und Haysom gehabt haben sollen. Haysom schildert bei ihrem Prozess, dass es zum ersten Sex erst nach dem Mord an ihren Eltern gekommen sei, nämlich am Tag der Beerdigung. Allerdings sagt sie aus, dass dies nicht einvernehmlich geschehen sei.
Ich lag in einem anderen Zimmer, in einem Einzelbett. Das Zimmer habe ich mir mit meiner Mitbewohnerin geteilt. Jens kam zu mir und sagte, dass er mich brauchte. Dass er einsam sei und Angst habe. Und ich ging mit ihm. Damals nahm ich verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel und Sedative. Bis zu diesem Zeitpunkt war er völlig impotent. Und ich ging mit ihm ins Bett und schlief ein. Als ich aufwachte, Sir, hat er mich geliebt. Er hat Sie geliebt? Nun, mir fällt kein besserer Ausdruck ein. Wollen Sie damit sagen, er hat Sie vergewaltigt? Nein, Sir, denn ich habe mich nicht gewehrt. Mögliche Motive für den Mord. Es gibt eine Reihe möglicher Motive, die das Paar dazu gebracht haben könnte, einen Mord an den Haysoms zu planen und auszuführen. Diese werden auch vor Gericht diskutiert. Motiv 1: Missbrauch. Söring schreibt in seinem Buch Nicht schuldig, dass Haysom ihm erzählt habe, sie sei als Schülerin auf einem Schweizer Internat vergewaltigt worden. Ihre Mutter habe daraufhin nicht etwa versucht, ihre Tochter zu schützen und den Vorfall aufzuklären, sondern angefangen, sie selbst immer wieder sexuell zu missbrauchen. Der Vater sei keine Hilfe gewesen. Er habe Übergriffe seiner Frau einfach ignoriert. Elizabeth Haysom macht dazu widersprüchliche Aussagen. In ihrem Geständnis von 1986 streitet sie den Missbrauch ab. Ebenso bei ihrer Gerichtsverhandlung 1987 in Virginia. In ihrer gestrigen Aussage haben Sie sie als Lügnerin und Alkoholikerin bezeichnet. Ich habe sie nicht als Alkoholikerin bezeichnet. War sie eine Vergewaltigerin? Hat sie sie sexuell missbraucht? Wenn nicht, waschen Sie ihren Namen jetzt rein. Sie hat mich nicht sexuell missbraucht. Danke. In Interviews mit JournalistInnen, die sie nach ihrer Verurteilung führt, wiederholt sie die Anschuldigungen gegenüber ihren Eltern jedoch. Wurde Haysom hier zu der Aussage gedrängt, den Namen ihrer Mutter reinzuwaschen, wie es heißt? Motiv 2: Die Eltern als Projektionsfläche. Aus Haysoms Briefen an Söring und aus ihren Aussagen vor Gericht geht hervor, dass sie den Vorstellungen ihrer Eltern nicht mehr entsprechen will. Ihre Eltern würden sie kontrollieren und erdrücken. Ihren eigenen Interessen werde kaum Aufmerksamkeit geschenkt. In ihrem Brief an Söring am 8. März 1985 schreibt Haysom: Ich habe sehr wohlhabende Eltern, die mir keinen Cent geben, es sei denn, ich verhalte mich entsprechend ihrer Vorstellungen. Eine Zeit lang glaubte ich, sie würden mir bereitwillig Geld geben, wenn ich mich diesen gefügt hätte, sobald ich meinen Abschluss habe. Aber das ist auch nur ein Vorwand. Danach folgt noch ein Studium, bis ich einen akzeptablen Ehemann habe oder Präsidentin bin oder so. Ich bin nicht länger bereit, mich zu verstellen. Auch der Scotland Yard-Ermittler Terry Wright spricht 1986 mit Haysom über ihr Verhältnis zu ihren Eltern. Sein Eindruck? Sie habe kaum die Freiheit gehabt, eigene Entscheidungen zu treffen. Some of the things that became clear to me. Unter anderem wurde mir klar, dass Elizabeth Haysom zu einer Zeit, in der sie ihre Mutter und ihren Vater vielleicht wirklich gebraucht hätte, auf ein Internat geschickt wurde. Sie war da noch ziemlich jung. Und es gab Zeiten, in denen sie gezwungen wurde. Gezwungen ist wahrscheinlich ein zu starkes Wort, aber sie musste sich mit Fächern beschäftigen, in denen sie überhaupt nicht gut war. Und gegen die, die ihr eigentlich lagen, hatten ihre Eltern Einwände. Ich glaube, es gab da einen gewissen Groll. Letztendlich war sie vermutlich einsam. Einen gewissen Groll gegen ihre Eltern kann man Haysom tatsächlich nicht absprechen. In ihren Briefen an Söring spricht sie offen darüber. Wäre es möglich, meine Eltern zu hypnotisieren, Voodoo anzuwenden, sie in den Tod zu wünschen? Es scheint, als würde ihnen meine Konzentration auf ihren Tod Probleme bereiten. Mein Vater fuhr heute Mittag beinahe über eine Klippe. Er wurde fast von einem Baum erschlagen, als er nach Hause kam. Und er fällt immer wieder um. Und meine Mutter fiel betrunken ins Feuer. Ich glaube, ich sollte ernsthaft anfangen, schwarze Magie anzuwenden. Bei Söring treffen diese düsteren Gedanken offensichtlich auf fruchtbaren Boden. Ich habe die Seite in mir, die vernichten will, noch nicht in Gänze erforscht. Bis jetzt habe ich noch nie getötet. Möglicherweise ist das der ultimative Akt des Zerstörens, einmal abgesehen von Sex, der meiner Meinung nach, allen Behauptungen von Freuds Kritikern zum Trotz, irgendwie zentral mit dieser Todesseite verbunden ist. Und sei es auch nur, weil er die körperliche Existenz, zumindest manchmal,
und damit den Schmerz fortbestehen lässt. Aber ich kenne wirklich nur die Todesseite. Ich habe sie in ihren vielen Formen in mir wahrgenommen. Ich halte sie für real. Terry Wright nennt diesen Brief Sörings den Psycho-Letter. Söring stilisiert sich darin zu einer Art gewalttätiger Jesus-Figur und geht auch auf Haysoms Kommentare über ihre Eltern ein. Übrigens, sollte ich deine Eltern treffen, habe ich die ultimative Waffe. Es geschehen seltsame Dinge in mir. Ich glaube, ich verwandle mich mehr und mehr in eine Art Jesus, zumindest in eine kleine Kopie. Ich glaube, ich würde sie entweder völlig um den Verstand bringen, Herzanfälle bekommen lassen, oder sie würden plötzlich die ganze Welt lieben, im Sinne der christlichen Nächstenliebe. Söring projiziert seine gewalttätigen Fantasien auch auf Haysoms Vater. Denn was ich in mir sehe, ist genau das. Ich kann es in mir und in anderen sehen. Und in diesen Farberfahrungen, die ich immer wieder habe. Ich sehe es nicht klar, aber ich möchte es. Dieses Das setzt einige Kräfte frei. Je nach seiner geistigen und emotionalen Anpassungsfähigkeit könnte dein Vater zum Beispiel durchaus an einer Konfrontation damit, mit diesem Das, sterben, falls er sich zu sehr hinter dem Hass verschanzt. Oder er könnte versuchen, etwas Dummes zu tun, zum Beispiel mir seine ganze Kohle geben. In seinen Briefen verweist Söring immer wieder auf das Vermögen der Haysoms und die Möglichkeit, einen Teil davon zu erhalten. Die Haysoms gelten als wohlhabende Familie. Motiv 3. Geld. Neben Hass und Ablehnung könnten auch finanzielle Interessen ausschlaggebend für die Tat gewesen sein. Dass Geld ein Thema zwischen Elizabeth Haysom und Jens Söring ist, geht aus einem Brief an Söring hervor, den Haysom wenige Tage nach dem Mord schreibt. Verlange nie wieder, niemals wieder Geld von mir. Mir zu sagen, ich will morgen früh 200 von dir, ist das Verhalten eines Mistkerls. Und äußere jedenfalls mir gegenüber auch nie wieder die Vermutung, die Hälfte des Vermögens meines Vaters gehöre dir. Wenn du so versessen darauf bist, durch meine Familie an Geld zu kommen, solltest du es dir noch einmal überlegen. Bitte, mein Liebling Jens, versuche zu verstehen. Ich will weder, dass dein Opfer uns beiden zur Last wird, noch will ich, dass unsere Liebe vergeht. Habgier als klassisches Mordmotiv. Dieser Gedanke kommt dem britischen Scotland Yard-Ermittler Terry Wright, als er Briefe von Söring und Haysom liest. Gleichzeitig dachten sie aber auch, dass sie das Erbe, das ihnen zufallen würde, behalten würden. Wie sich herausstellte, war es nicht viel, aber aus den Briefen geht klar hervor, dass Elizabeth und Jens von einem beträchtlichen Erbe ausgegangen sind. Ich glaube, bei Söring hat auch das Geld eine Rolle gespielt. Aber das ist lediglich eine Vermutung. Ich kann wirklich weder das eine noch das andere sagen, obwohl einiges durchaus auf Geld hindeutet. Und dann gibt es natürlich eine Behauptung, die Elizabeth 1987 in den US-amerikanischen Verhören aufgestellt hat. Sie sagt, Jens habe ihr einen Brief geschickt, in dem er eine Vergütung für den Mord an ihren Eltern fordert. Er streitet das natürlich ab. Die Idee, mit der Geschichte des Mordes Geld zu verdienen, kommt Söring durchaus mehrmals. Bereits 1986, als er in Großbritannien im Gefängnis sitzt und dort gerade über mehrere Tage seine detaillierten Geständnisse abgelegt hat, fasst er den Entschluss, dass diese Geschichte zur Unterhaltung dienen könnte. Er schreibt einen Brief an Terry Wright. Shortly after, Jan Söring was sent back. Kurz nachdem Söring ins Gefängnis gebracht worden war, das war am 9. Juni 1986, hat er mir einen Brief geschrieben, den ich sehr interessant fand. Darin bat er mich, ihm und Elizabeth einige persönliche Dinge zurückzugeben. Es waren einfache Dinge wie Essen und Briefe und ein Reisewecker, die er anscheinend bei sich hatte, als er in Gewahrsam war und die er auf der Polizeistation von Richmond vergessen hatte. Interessant wird es, wenn Söring zum PS kommt. But there was a postscript to the letter, which I found particularly interesting because. Aber das PS fand ich besonders interessant. Denn darin bat er mich, ihm eine Kopie des gemeinsamen Tagebuchs von ihm und Elizabeth zu schicken. Und zwar, weil er eine Geschichte schreiben wollte, die er verkaufen konnte. Er schrieb, dass er an eine kommerzielle Verwendung dachte.
und dass es womöglich Millionen Leser oder Zuschauer gäbe, die für diese Geschichte zahlen würden. Das ist für mich auf zwei Ebenen interessant. Erstens, nur Tage nachdem er gestanden hatte, dachte er schon darüber nach, wie er Profit machen könnte mit dem, was er getan hatte. Und zweitens, die Geschichte, die er im Juni 1986 verkaufen wollte, war, dass er die Hastings ermordet hat. Es war keine Geschichte über falsche Geständnisse und die Dinge, die er später erzählt hat. Die Geschichte, die er verkaufen wollte, war die, dass er die Morde begangen hatte. Motiv 4. Konkurrenz. Haysom äußert in ihren Briefen an Söring immer wieder ihre wachsende Abneigung gegenüber ihren Eltern. Sie spricht dort auch von einer gemeinsamen Zukunft mit ihm, ohne ihre verhassten Eltern. Der Gedanke an einen Mord wird im Laufe der Zeit immer klarer, wie diese Stelle aus Haysoms Brief an Söring vom 22. Dezember 1984 zeigt. Ich habe meinen Eltern gesagt, dass ich dich heiraten werde. Meine Eltern drehten durch. Wir können entweder warten, bis wir unseren Abschluss haben und sie dann hinter uns lassen, oder wir können sie bald loswerden. Warum legen sich meine Eltern nicht einfach hin und sterben? Ich verabscheue sie so sehr. Bei ihrer Vernehmung in London und auch vor Gericht erklärt Haysom, ihre Eltern hätten zwar Einwände gegen ihre Verbindung mit Söring gehabt, diese jedoch nicht verhindert. Sie fanden, er wäre zu jung für mich. Sie fanden, er wäre zu besitzergreifend und nähme zu viel von meiner Zeit in Anspruch. Gleichzeitig bewunderten sie aber auch seine Qualitäten. Er hatte einen brillanten Verstand und sie wussten, dass ich gerne mit jemandem zusammen war, der kein US-Amerikaner ist. Sie wurden etwas nervös bei dem Gedanken, dass ich für Jens schwärme, aber sie hatten keine sonderliche Abneigung gegen ihn. Ich meine, sie führten uns oft aus, also nicht oft, aber doch einige Male. Elizabeth Haysom gibt in ihren Aussagen vor Gericht immer wieder Hinweise darauf, dass die Abneigung zwischen ihren Eltern und Jens Söring viel mehr von Söring ausgegangen sei als von den Haysoms. Söring äußert ihr gegenüber angeblich Gewaltfantasien gegen ihre Eltern. Ich glaube, irgendwann Ende oder Mitte Februar lernte Jens meine Eltern kennen. Wo war das und wie kam das Treffen zustande? Das war in Charlottesville. Wir haben zusammen an der Ecke im McAdoo's zu Mittag gegessen. Es war recht eintönig. Ein paar Tage später kam es zu einer dramatischen Szene zwischen Jens und mir. Er kam in mein Zimmer gestürzt und sagte, er wolle meinen Eltern die Köpfe wegpusten. Das Wochenende vor den Morden verbringt Elizabeth Haysom bei ihren Eltern. Ihr Vater feiert Geburtstag. Laut Haysoms Aussage bei Sörings Prozess verbessert sich an diesem Wochenende ihre Beziehung zu ihren Eltern. Sie stehen ihren Zukunftsplänen wohlwollend gegenüber. Elizabeth Haysom kehrt überglücklich zurück ins Studierendenwohnheim. Söring allerdings teilt ihre Freude nicht. Ich meine, er war sicher unglücklich darüber, dass das Wochenende so gut gelaufen war. Er war sehr unzufrieden. Ich war etwas unabhängiger. Wir waren sehr, sehr abhängig voneinander. Ich war auf jeden Fall extrem abhängig von ihm, aber ich war noch abhängiger von meinen Eltern. Und ich glaube, an diesem Wochenende wurde deutlich, dass meine Eltern und ich erneut einen Pakt geschlossen hatten. Die Briefe im Prozess. Die Briefe und Tagebucheinträge von Haysom und Söring spielen bei ihrer Festnahme und auch später in ihren jeweiligen Prozessen eine große Rolle. Sörings und Haysoms Briefe begründen den Verdacht, dass die beiden den Mord an den Eltern geplant haben. Trotzdem sind es nur Indizien, keine Beweise. Bei ihrer Gerichtsverhandlung 1987 wird Elizabeth Haysom zu den Briefen befragt. Sie ist sich ihrer Rolle bewusst, Söring zu den Morden angestiftet zu haben. Sie betont aber auch, dass er aus freiem Willen gehandelt habe. I wanted my parents out of my life. Ich wollte, dass meine Eltern aus meinem Leben verschwinden. Ich hatte diese unreife, lächerliche Fantasie, sie sollen tot sein, aber nicht ermordet. Meine Briefe, meine Aufzeichnungen, die sind alle sehr surreal. Es sind Gedankenspiele. Das war in meinem Kopf. Und Jens hat es Wirklichkeit werden lassen. Er hat aus freien Stücken gehandelt. Er hatte eine Wahl.
Er hatte eine Fahrt von 4 Stunden. Egal, was ich ihm vorher gesagt habe, egal, was ich ihm in den Monaten davor geschrieben habe, er hatte die Wahl, ob er meine Eltern tötet oder nicht. Söring versucht hingegen immer wieder, die Bedeutung der Briefe herunterzuspielen. In seiner Gerichtsverhandlung sagt Söring 1990, ihre Korrespondenzen seien Schreibübungen für einen möglichen Roman oder ein Drehbuch gewesen. Außerdem seien seine Aufzeichnungen als eine Art therapeutisches Selbstgespräch zu verstehen. Das Wochenende in Washington. Ein Mord, 2 Versionen. Die Briefe und das sogenannte Tagebuch geben den ErmittlerInnen Hinweise auf das, was am 30. März 1985 passiert ist. Sie konfrontieren das Paar damit. Söring gesteht daraufhin in den Vernehmungen in London, die Eltern seiner Freundin ermordet zu haben. Elizabeth Haysom bleibt zunächst noch bei der Version, dass beide die ganze Zeit zusammen in Washington D.C. gewesen seien. Also die Geschichte, auf die sie sich mit Söring nach dem Tod ihrer Eltern einigt. Doch nachdem Söring gesteht, ändert auch sie ihre Aussage. Terry Wright. What she said this time was, aber was sie dieses Mal sagte, war, ich blieb in Washington und Jens Söring fuhr mit dem Mietwagen weg, um Bekannte zu treffen. Aber ich weiß nicht, was er gemacht hat. Daran hielt sie während der Vernehmung ziemlich lange fest, bis es offensichtlich war, dass wir ihr nicht glaubten und dass ihre Geschichte keinen Sinn ergab. Dann änderte sie ihre Meinung und sagte exakt das Gleiche, was Jens Söring gesagt hat. Haysom sagt bei den Vernehmungen 1986 in London, Söring habe am Morgen ein Butterfly-Messer gekauft. Am Abend sei er schließlich zum Haus ihrer Eltern in Lynchburg gefahren, während sie in Washington D.C. geblieben sei. Söring habe ihr gesagt, sie solle Essen für 2 aufs Hotelzimmer bestellen und ins Kino gehen. Für die Vorstellungen solle sie jeweils 2 Karten kaufen. Alles müsse so aussehen, als hätten sie den ganzen Abend zusammen verbracht. Jetzt kommen Sie, Elizabeth. Sie haben mir gesagt, Sie würden die Wahrheit erzählen. Erklären Sie mir, warum Sie das Alibi wirklich kreiert haben. Weil er meine Eltern zur Rede stellen wollte? Ja, weswegen? Wegen Ihrer Einstellung mir gegenüber. Ja? Und Jens. Ja, das klingt schon fast wie die Wahrheit. Ich habe schon mit Jens gesprochen. Erzählen Sie weiter. Er fuhr mit dem Messer hin, um sie zu töten. Und das wussten Sie, nicht wahr? Ja, das wusste ich. Weiter ist in der Aufnahme zu hören, wie Haysom den ErmittlerInnen sagt, dass sie und Söring etwa einen Monat zuvor begonnen hätten, den Mord gemeinsam zu planen. Allerdings habe sie nicht wirklich geglaubt, dass Söring ihre Eltern umbringen würde. Sie habe es ihm einfach nicht zugetraut und dachte, es bliebe bei einem Gedankenspiel. Als Söring aus Lynchburg zurückgekommen sei, habe sie vor dem Kino auf ihn gewartet. Söring sei mit dem Mietwagen vorgefahren und Haysom sei zu ihm in den Wagen gestiegen. Terry Wright erzählt, wie Haysom den Ermittlern in den Verhören diesen Moment schildert. When he turned up, er fuhr, anders als sie erwartete, auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor. Also ging sie auf die andere Straßenseite und als sie die Autotür öffnete, ging das Licht im Wagen an. Sie sagte, dass sie ihn und ein Laken, das voller Blut war, gesehen habe und dass sie geschockt gewesen sei. Haysom beschreibt Wright und seinen Kollegen, was daraufhin passiert sei. Während sie zusammen zurück zum Hotel gefahren seien, habe Söring ihr gesagt, dass er ihre Eltern getötet habe. Haysom habe ihm ihren Mantel gegeben, damit er unauffällig das Hotel betreten könne. Gemeinsam hätten sie den Aufzug genommen, um in ihr Zimmer zu gelangen. Danach habe Haysom das Auto gesäubert. And he showered and then went to sleep. Er duschte und legte sich dann schlafen. Sie sagte, dass sie, als sie wieder nach oben ging und sich ins Bett legte, die ganze Nacht nicht schlafen konnte, weil sie so in Sorge war. In Sorge, weil ihre Mutter und ihr Vater umgebracht worden waren. Aber sie war auch in Sorge, weil sie neben dem Menschen lag, der sie getötet hatte. Diese Version der Ereignisse deckt sich mit dem, was Söring den Ermittlern in London bei seiner Vernehmung 1986 erzählt, wovon er seit 1990 jedoch behauptet, es sei eine Lüge gewesen. Seitdem schildert er den Ablauf des Wochenendes, an dem Nancy und Derek Haysom sterben, komplett anders. Vor Gericht sagt Söring 1990 aus, dass er und Haysom am 29. März 1985 nach Washington D.C. gefahren seien. Haysom habe dafür einen grauen Chevrolet gemietet.
Das Paar habe sich ein ungestörtes Wochenende zu zweit machen wollen. Söring gibt vor Gericht an, Haysom habe Washington D.C. am Nachmittag des 30. März unter dem Vorwand verlassen, sie müsse irgendwo ein Paket für ihren Drogendealer abholen. Sie habe Söring gebeten, in D.C. zu bleiben und ein Alibi für sie zu kreieren, damit ihre Eltern nichts von ihrem Drogenkonsum erfahren. Bei dem Drogendealer soll es sich laut Söring um Jim F. handeln, einen Kommilitonen und Schulfreund Elizabeth Haysoms. Söring ist der Einzige, der Jim F. jemals als Drogendealer bezeichnet. Die einzige Referenz zu Drogen stammt aus einem Brief Haysoms an Söring, worin sie erwähnt, dass sie mit Jim F. einen Joint geraucht habe. Söring gibt weiter an, er habe am Abend des 30. März dann alles genau so gemacht, wie sie es verabredet hätten. Mitten in der Nacht sei Haysom ins Hotel zurückgekommen. Sie begann zu reden, als sie hereinkam, sehr monoton. Nicht viel. Vermutlich würde man sagen, es war eher emotional, als ob sie unter Schock stand. Und im Grunde wiederholte sie immer und immer wieder das Gleiche. Ich habe meine Eltern umgebracht. Ich habe meine Eltern umgebracht. Das hat sie oft gesagt. Das war ich nicht, das waren die Drogen. Und dass ihre Eltern es sowieso verdient hätten. Und du musst mir helfen. Wenn du mir nicht hilfst, bringen sie mich um. Ich wusste, was sie damit meinte. Eine Hinrichtung. Die Version von Söring lautet demnach, er habe beschlossen, den Mord auf sich zu nehmen und Haysom auf diese Weise vor dem elektrischen Stuhl zu bewahren. Er sei schließlich davon ausgegangen, dass er als Sohn eines Diplomaten Immunität genieße. Dies ist die Version der Ereignisse, wie Söring sie seit 1990 in seinen Büchern und in Interviews beschreibt und wie er sie über seine UnterstützerInnen verbreiten lässt. Es gibt einige Belege, dass sich zumindest eine oder einer von beiden am Abend des 30. März 1985 in Washington D.C. aufhielt. Je zwei Kinokarten für Filmvorführungen um 22.15 Uhr und um Mitternacht sowie eine Zimmerservice-Quittung, die mit der Kreditkarte von Sörings Vater bezahlt wird. Eine Person ruft außerdem vom Hotelzimmer aus in der Nacht im Wohnheim der Universität von Virginia an. Lässt sich daraus schließen, wer den Abend im Hotel verbracht hat und wer nach Lynchburg gefahren ist? Die Kinokarten könnten beide gekauft haben oder möglicherweise sogar aus den Mülleimern vor dem Kino gefischt haben. Die Bestellung beim Zimmerservice wird mit dem Namen Söring quittiert. Auch die Unterschrift hätten beide leisten können. Eindeutig lässt sich nicht feststellen, wer wirklich im Hotel in Washington bleibt und wer währenddessen den Mord begeht. Doch ein Umstand weckt Zweifel an der Echtheit von Sörings Alibi. Die Kinokarten und die Quittung für den Zimmerservice werden von Sörings Anwalt Richard Neaton erst während des laufenden Prozesses 1990 eingeführt. Der Staatsanwalt Jim Updike findet dies aus mehreren Gründen seltsam. Ich verstehe nicht, warum jemand Kinokarten länger als 5 Jahre aufbewahrt, wenn sie nichts bedeuten. Können Sie mir das erklären? Ich habe sie nicht aufbewahrt, sondern in Charlottesville zurückgelassen. Dort hat mein Vater sie gefunden. Ich habe sie nicht behalten. Er hat sie im Dezember gefunden. Also zumindest im Oktober hatten Sie sie noch. Das stimmt. Ihr Vater hat sie im Dezember 85 Ihren Anwälten übergeben? Richtig. Und das erste Mal, dass jemand außer Ihnen und Ihren Anwälten die Originaltickets sieht, ist heute? Das stimmt. Und Sie behaupten, dass diese Tickets ein Alibi für Sie sind oder, entschuldigen Sie, Ihre Unschuld beweisen? Das stimmt, ja. Ich habe hier Verständnisschwierigkeiten. Vielleicht können Sie mir auf die Sprünge helfen, Herr Söring. Wenn Sie Beweise haben, von denen Sie glauben, dass Sie Ihre Unschuld belegen, warum sitzen Sie dort derart lange im Gefängnis, seit April 1986, und halten diese Beweise zurück? Söring verstrickt sich weiter in Widersprüche. Angeblich habe er nicht von den Karten gewusst. Sein Anwalt habe ihm erst vor kurzem davon erzählt. Die Geschworenen kann Söring mit seiner Erklärung für das plötzliche Auftauchen der Kinokarten jedenfalls nicht überzeugen. Sie schenken seiner Version des Alibis keinen Glauben. Auch für Terry Wright spricht einiges dafür, dass die ursprüngliche Version der Ereignisse, wonach Söring den Mord begeht und Haysom in Washington bleibt, der Wahrheit entspricht. Haysom said that
Hazen sagte, sie habe sich nicht mehr an die PIN ihrer Kreditkarte oder ihrer Bankkarte erinnern können. Deshalb habe sie im Wohnheim der Universität von Virginia angerufen und versucht, ihre Freundin zu erreichen, die ihre PIN aus ihrem Zimmer holen sollte. Auf der Hotelrechnung ist ein Telefonat vermerkt. Außerdem erkennt man Elizabeths Handschrift auf einem Stück Papier, auf das sie eine Nummer geschrieben, durchgestrichen und dann eine weitere Nummer notiert hatte. Sie versucht, sich an ihre PIN zu erinnern. Well, it goes back to somebody had to be in what, so that. Es läuft darauf hinaus, jemand musste vor Ort bleiben. Entweder ist also einer der beiden in Washington D.C. geblieben, während der andere zum Haus der Hastings gefahren ist, oder es war noch jemand Drittes beteiligt. Denn irgendwer war in Washington, hat das Alibi beschafft und vom Hotel aus den Anruf getätigt. Aber da war kein Dritter. Es gab nie irgendwelche Beweise, die auf die Beteiligung einer weiteren Person schließen lassen. Ich habe viel darüber nachgedacht, ob sie beide dort waren. Und wie ich schon sagte, die Unterlagen, in denen es um das Alibi geht, beweisen meiner Meinung nach, dass sie blieb. Naja, es sieht danach aus, dass sie in Washington geblieben ist. Das Ende der Beziehung. Als Hazen und Söhring in Haft auf ihre Prozesse warten, werden von beiden psychiatrische Gutachten erstellt. Die forensische Psychiaterin Dr. Henrietta Bullard, die zusammen mit dem Psychiater Dr. Hamilton von Söhrings Anwälten beauftragt wird, erstellt 1986 ein Gutachten über Söhrings mentalen Zustand und hält darin auch Söhrings Sicht auf seine Beziehung mit Elizabeth Hazen fest. Söhring veröffentlicht Auszüge aus Bullards Bericht in seinem Buch »Nicht schuldig«. Dr. Bullard schreibt in ihrem Gutachten, Zitat, »Während der ersten Untersuchung im Juli 1986 war er sehr ängstlich und sprach ständig über seine Sorge um Miss Hazen. Er hatte das Gefühl, sie sei der einzige Mensch, zu dem er jemals eine echte Bindung entwickelt hatte, und er könne ohne sie nicht existieren.« Er glaubte, ihre Eltern wären in der Lage gewesen, sie zu trennen. Und mehr als alles andere wollte er sie beschützen und lieben. Söhring gibt sich als der passive Teil einer Folie à deux, eines Wahnsinns zu zweit. Diese Formulierung übernimmt er vermutlich aus einem weiteren Gutachten, das 1986 von Dr. Hamilton über den mentalen Zustand Söhrings erstellt wird. Sowohl Dr. Bullard als auch Dr. Hamilton beschreiben Elizabeth Hazen als eine Person mit deutlichen psychischen Auffälligkeiten, die es geschafft habe, einen naiven jungen Mann in ihren Bann zu ziehen. Allerdings ist der Wahnsinn zu zweit genauso gut auch andersherum, mit Söhring als treibende Kraft, vorstellbar. Auch über Elizabeth Hazen gibt es ein psychiatrisches Gutachten, das sogar bei ihrem Prozess zitiert wird. Es wird unter anderem von der späteren Professorin für Psychiatrie an der Universität von Virginia, Janet Warren, angefertigt. Warren zeichnet ein ganz anderes Bild von ihr als Hamilton und Bullard. In ihrem Gutachten schreibt sie, Zitat, Zusammenfassend kann man Miss Hazen aus psychiatrischer Sicht als sehr intelligente, junge, erwachsene Frau charakterisieren, die unter einem extrem schlechten Selbstbild leidet, das die meiste Zeit ihres Lebens genährt wurde. Warren bescheinigt Hazen eine Borderline-Störung, die sich bei ihr vor allem durch selbstzerstörerisches Verhalten äußere. Auch ihre Beziehung zu Söhring sieht Warren in einem anderen Licht. Sie schreibt, Zitat, Ein Thema innerhalb der Beziehung von Miss Hazen zu Mr. Söhring findet man auch in ihrer Beziehung zu ihren Eltern wieder. Dominanz und Unterwerfung. Eine Beziehung dieses Typs ist bei Personen mit einer diagnostizierten Borderline-Persönlichkeitsstörung nicht ungewöhnlich. Die Kontrolle innerhalb dieser Art von Beziehung wechselt typischerweise zwischen den beteiligten Personen. Aber es ist offensichtlich, dass Mr. Söhring nach dem Mord an ihren Eltern unbestritten die kontrollierende Person in ihrer Beziehung wurde. Auch nach den Morden an ihren Eltern sei es Hazen aufgrund ihrer psychischen Instabilität nicht möglich gewesen, sich von Söhring zu trennen. Warren beschreibt in ihrem Gutachten eine äußerst missbräuchliche Beziehung, in der Söhring immer mehr zum Aggressor geworden sei. Warren schreibt, Während ihres Aufenthalts in Europa erduldete sie lieber seine Schläge, seine Beleidigungen und seine bizarren sexuellen Interessen, als sich von ihm zu trennen. Warren kommt zu folgendem Schluss. Es ist zu bezweifeln, ob Miss Hazen die Ermordung ihrer Eltern aktiv und wissentlich geplant hat und an der Beschaffung eines Alibis vor der Tat beteiligt war.
Es ist wahrscheinlich, dass Mr. Söring die Haysoms nicht als Akt der Liebe tötete und schon gar nicht auf Anordnung von Miss Haysom, sondern vielmehr, um die Kontrolle über Miss Haysom zu behalten. Warren beschreibt außerdem, dass Haysom wohl unter starken Verlustängsten gelitten habe. Deshalb sei es ihr nicht möglich gewesen, sich nach den Morden ihrer Eltern von Söring zu trennen. Auch nicht, nachdem Söring laut Elizabeth Haysom ihr gegenüber mehrmals gewalttätig geworden sei. Terry Wright glaubt, dass sie sich erst später von Söring abgekehrt habe. Für Haysoms Auslieferung in die USA werden einige Wochen nach den Vernehmungen im Juni 1986 alle wichtigen Dokumente des Falls zusammengestellt. Unter den Dokumenten befinden sich Fotos vom Tatort, die Elizabeth Haysom nun zum ersten Mal zu sehen bekommt. Die Dokumente enthielten sämtliche Aussagen der verschiedenen Zeugen und sämtliche Beweise aus den USA und einige Kopien der Fotos. Als sie diese betrachtete, wurde ihr klar, wie grauenhaft die Verletzungen waren. Ich glaube, das war der Grund, warum sie begann, ihre Einstellung ihm gegenüber zu ändern. Im April 1987 schickt sie einen letzten Brief an Söring und trennt sich von ihm. Haysom widersetzt sich ihrer Auslieferung nicht. Bei ihrem Prozess in den USA im Oktober 1987 übernimmt sie die volle Verantwortung für ihr Handeln und bekennt sich schuldig als Accessory before the fact, als Anstifterin des Doppelmordes. Dafür wird sie mit 2x45 Jahren Gefängnis bestraft. Söring ändert seine Version der Tatnacht bei seinem eigenen Prozess 1990 und stellt es seitdem so dar, als habe er aus Liebe zu Haysom die Schuld auf sich genommen und sie habe ein Komplott gegen ihn geschmiedet. Wright hingegen widerspricht Sörings Darstellung, er habe das falsche Geständnis abgelegt, um Haysom aus welchem Grund auch immer zu schützen. One of the things that Söring has been saying for many years is that he confessed falsely, he says. Eine Behauptung, an der Söring seit vielen Jahren festhält, ist die, dass er ein falsches Geständnis abgelegt habe, um Elizabeth Haysom zu schützen. Aber in Wirklichkeit hat er sie im Sinne des Gesetzes alles andere als geschützt. Er gab an, sie hätten vorher über den Mord gesprochen. Sie habe ihnen das Alibi verschafft, während er zu ihrer Mutter und ihrem Vater fuhr. Und so schützte er sie nur bedingt, beispielsweise dann, wenn ich zu unterschiedlichen Zeitpunkten brenzliche Fragen stellte. Aber in Hinblick auf die eigentlichen Morde schützte er sie nicht im Geringsten. Er zog sie direkt in die Sache hinein und machte sie aufgrund dessen, was er sagte, ohne Umschweife zur Mitverschwörerin. Doch das ist vor Gericht nicht Sörings einzige Erklärung für sein vermeintlich falsches Geständnis. Auch seine Herkunft führt er nun plötzlich ins Feld. Als Deutscher, der nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde, wolle er um jeden Preis verhindern, dass ein Staat seine Bürger töte. Das, was einem in den Sinn kommt, wenn man daran denkt, dass man Deutscher ist, sind der Zweite Weltkrieg und der Holocaust. Das ist etwas, das deutschen Schulkindern eingebläut wird und das mir eingebläut wurde. Die beiden wichtigsten Folgerungen daraus sind: erstens, von deutschem Boden aus darf nie wieder Krieg geführt werden. Und zweitens, die schlimmste, absolut schlimmste Form des Mordes ist, wenn eine Regierung Menschen im Namen ihrer Bürger tötet. Genau das ist die Hinrichtung. Was mich betrifft, hätte ich Elizabeth angezeigt und am Prozess teilgenommen, hätte das zu ihrer Hinrichtung geführt. Dann wäre ich zum Mörder geworden. Nicht nur zum Mörder, sondern zu der schlimmsten Art von Mörder. Das ist im Grunde genau das, was passierte. Wissen Sie, vor 50 Jahren haben die Leute in Deutschland andere Leute angezeigt und die Regierung hat sie umgebracht. Als Deutscher konnte ich das einfach nicht tun. Söring schreckt nicht einmal davor zurück, den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust zu instrumentalisieren, um sich selbst zum Helden zu machen. Söring sitzt im Gefängnis. Doch er will sein Schicksal hinter Gittern nicht einfach hinnehmen. Er versucht die nächsten Jahrzehnte, seine vermeintliche Unschuld zu belegen. Er will, dass der Fall neu aufgerollt wird und kann schließlich immer mehr Menschen von seiner Version überzeugen. In den USA und in Deutschland entsteht ein Kreis von SympathisantInnen, die ihn bei seinem Vorhaben unterstützen. In der nächsten Folge gibt eine ehemalige Unterstützerin und enge Vertraute von Söring exklusive Einblicke, wie sie selbst den sogenannten Freundeskreis Jens Söring erlebt hat und mit welchen Methoden er es schafft, zahlreiche Menschen von seiner vermeintlichen Unschuld zu überzeugen. Das kam mir
so unglaublich ungerecht vor. So ein großer Justizirrtum und so ein verlorenes Leben, wenn jemand 30 Jahre im Gefängnis sitzt, für etwas, was er angeblich nicht getan hat. Das System Söring. Folge 3 von 8. Eine toxische Beziehung. Es sprachen Luise Helm, Sven Brieger, Emilia Rosa de Vries, Jeremias Koschorz, Tom Radisch und Stefan Schad. Eine Produktion von CCC Cinema und Television und Argon Lab 2022.